Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Crusader Kings. Und wir sind ja immer noch richtig in Problemen, ne? Wir haben zweimal Krieg. Einmal gegen die beiden Kollegen. Die wollen hier oben ein Stück Land, was uns ja eigentlich nicht interessiert. Wir haben eigentlich nur geholfen, Polania. Genauso wie hier. Und die haben uns natürlich jetzt richtig am Wickel. Wir konnten ja seine Stadt hier, seine Hauptstadt erobern. Haben dadurch gutes Geld bekommen. Konnten unsere Frau endlich auslösen. Die ist endlich wieder bei uns. Leider ist aber auch rausgekommen, dass wir ja fremdgegangen sind. Durch ihn, durch meinen besten Freund. Der hat geplaudert, obwohl ich ihn gerade unterstütze in zwei Kriegen, ja. Hat der geplaudert, dass ich eine Affäre hatte. Also Freunden kann man ohne Stand vertrauen, ne? Naja, gut. Unsere Frau mag uns jetzt nicht mehr so besonders, aber was hat sie denn? Melodramisch ist sie, weil sie im Knast war. Wir haben sie ja gerade auslösen können. Ich hoffe, die geht jetzt nicht gleich wieder im Knast. Ich sage mal, wir sind immer noch eine Domänenschwelle drüber, weil sie ja jetzt dadurch den Malus hat, dass Verwaltung 1 runtergegangen ist. Was natürlich alles sehr ärgerlich ist, ne? Aber was soll's. Wir müssen weiterkämpfen. Wir sind immer noch dabei, unsere Enkelin zu umbringen. Die müssen wir umbringen, damit er die Titel erbt. Weil wenn sie heiratet, kann es passieren, dass die Ländereien natürlich aus unserem Land verschwinden, ne? Also, wir müssen sehen, dass wir hier einen Mord fertig kriegen. Wir müssen sehen, was jetzt hier passiert. Da haben wir keine Chance. Wir haben noch 720 Mann. Könnten uns zwar noch 760 kaufen als Söldner, aber gegen die Übermacht haben wir wenig Chancen. Daher lassen wir das einfach mal. So. Wir können Geld ausgeben. Und es ist eine Wahrscheinlichkeit, dass wir so zu 30% umbringen. Probieren wir es einfach mal. Sie ist tot. Das ist gut. Er ist jetzt richtig stark. Jetzt muss man nur aufpassen, dass wir... Sie ist ja noch gefangen. Können wir ja auch mal auslösen, wa? Solange wir noch Geld haben. Obwohl, wir hätten warten sollen, wa? Ach, wir hätten noch warten sollen. Geht die gleich wieder in den Knast. Egal. So. 8 Tage haben wir noch. Niederlage gegen ihn. Okay. Das war abzusehen. Das war das überhaupt nicht mehr gewinnen. So. Meine Tochter ist wieder im Knast. Und meine Frau auch. Erst meine Frau. Kann ich nicht auslösen, weil... Macht er nicht? Heftig. Komm, aber meine Tochter. Och, ach so, weil wir noch im Krieg sind. Okay. Er ist auch gefangen. Er ist nicht mehr gefangen. Er ist gestorben dabei. Ratsmitglied ist auch gestorben. Noch mehr gestorben. Er ist ein neues Kirchenoberhaupt. Okay, das soll, ja, komm. Ist er jetzt weg? Aus meinem Land, ja. So, was haben wir denn hier? Wir haben richtig Probleme. Wir haben keinen mehr, den wir... Gehen wir dahin. Ich wusste, dass wir noch richtig Probleme kriegen. 4000 Leute. Alter Falter. Der kleine Penner, ey. Was will er denn jetzt so? Bitte. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Er
Geld soll ich behalten, wa? Hyper, hyper. So, er ist ja immer noch mit denen beschäftigt. Er kann uns ja nicht mal großartig helfen. Der Krieg ist aber gleich vorbei. Er hat noch 600 Mann. Oh Gott. Wir werden mal sehen, wo es hinführt. So, den Krieg haben wir verloren. Ja, die Punkte haben wir gekriegt. Kann man sich nicht von kaufen. So, sie hat das Kerker verlassen. Warte mal. Das ist ja schon mal sehr schön. Aber meine Tochter natürlich nicht. Auslösen. 25 werden wir uns mal gönnen. So, ein gutes Geschäft. So, hast du zufällig einen Sohn? Du hast einen Sohn. Heiraten. Mal sehen. Macht dann natürlich nicht. Okay. Glaube, wir hatten zu viele Probleme. Was ist denn mit ihm? Er wird auch keiner Hochzeit zustimmen, denke ich mal. Höfling, Tochter. Nein, macht er nicht. Wäre schön, wenn wir noch irgendwo einen Verbündeten herkriegen würden. Kann ich vielleicht dich mit meiner Tochter verheiraten? Das würde funktionieren. Warte mal. Ich komme gleich nochmal auf dich zurück. Ich muss jetzt gucken, dass wir irgendeinen starken Verbündeten eigentlich bekommen. Wer bist denn du? 900. 900 ist schon nicht schlecht. Polen, ja, haha. 1000. Wenn ich dich mit reinnehme und materiell mache, macht er nicht. So, vorschlagen. Bündnis geschmiedet. So, jetzt muss man mal sehen, wie viel kriegen wir denn hier zusammen. Er würde in den Krieg kommen. Er würde auch in den Krieg kommen. Er würde auch in den Krieg kommen. So. Mal gucken. Wie viel kriegen wir zusammen hier? Das ist ja das Wichtige, ne? Ausgezeichnet, ausgezeichnet. So, wie viel haben wir denn jetzt? 4 gegen 3, 7. Dann heben wir mal hier alle aus. So, machen wir nochmal Stopp. Söldner. Wir können uns gerade alle nicht leisten, weil alle ziemlich teuer geworden sind. Warum das denn? Na gut, können wir uns nicht leisten. Oh, dann versuchen wir ihn mal hier zu erobern. Aber das wird nicht klappen. Wir haben auch keine Söldner mehr. Was ist denn jetzt hier los? Du bist auch im Krieg gegen mich? Warum das denn? Oh, hat er sich da angeschlossen tatsächlich, ja? Na gut, die haben wir schon mal geschlagen. Ist ja schon mal was. Eine Schlacht gewonnen. Ich meine, jetzt kommt es auf Koblenz auch nicht so an. Oder Kottobzeck oder was auch immer. So, bemerkenswerter Mensch ist gekommen. Dich können wir doch direkt mal rekrutieren. Und weil du so nett bist, kannst du direkt in meinen Rat als Kriegskapitän. So. Könntest du dich auch gleich mal hier um Kontrolle kümmern. So, Kultur wäre auch noch wichtig. So, haben wir keinen Diplomaten für draußen.
Aber das soll ja erstmal nicht so wichtig sein. So, noch ein paar Tage. Wie lange brauchen die? Auch noch ein paar Tage. Und du nimmst das da ein. Okay. So, er geht da hoch. Warum? Er geht da rüber. So. Wir würden sozusagen zwei Ländereien schon gleich erstmal bekommen. Und vielleicht kann ich dann auf Weißen Frieden gehen. Mal sehen. Vielleicht können wir das jetzt schon machen. Weißer Frieden. Ach, bitte, bitte, bitte nimm an einfach. Gott sei Dank. So. Wir brauchen unbedingt Leute. Gefühlslos. Was bringt gefühlslos? Ränkespiele. Er hat keine Ränkespiele. Großartig, ne? Überhaupt nicht. Was bringt gierig? Gierig warm. Ach, Mann. Gierig war Einnahmen und Diplomatie würde runtergehen. Genauso wie hier. Aber er würde Geld machen und Geld ist gut. So, gut. Erstmal. Du hast doch noch keine Frau, oder? Wie wär's denn mit ihr? Das heißt natürlich nicht, dass ich sie einsetzen kann. Nee, natürlich nicht. So, was ist hier? Wir können auslösen. Machen wir. Brauchen wir unbedingt wieder. Dann zuweisen und dann können die sich mal tauschen hier, wa? So. Sieht doch schon mal viel besser aus wieder. Wen können wir jetzt noch auslösen? Dich. Annehmen. 60. Warum hat der denn nie eine Frau bekommen von mir? Mensch. Konntest du dich ja nicht vermehren, wa? So, wir können wen vor uns zuweisen? Ihr. Wer bist du? Du bist, landlos. Meine Tochter. Okay. Denn übernehme ich doch mal die Vormundschaft. Wir können Gebäude bauen. Bisschen Billard. Okay, machen wir mal. So. Die größte Krise ist erstmal überwunden. So, aus meiner Familie habe ich alle. Er ist tot. Von ihnen haben wir alles getötet, wa? Die beiden Töchter haben wir getötet. Seine Frau haben wir getötet. Die Schwester von der Frau. Och, Alter. War fantastisch. Die haben wir so richtig kaputt gemacht. So, er ist größer geworden. Er hat sich Posen geholt, ne? Er ist. Was hat er denn jetzt vom Krieg hier? Ach so. Gegen ihn. Nee, gegen ihn. Okay, das ist uninteressant sozusagen. So, er hat sich den Herzogtum gemacht, aber solange er mit ihm verbündet ist, klappt ja nichts. Und er hat noch die Söldner, ne? Ja, er hat noch 600 Söldner. Wer bist du? Keine Ahnung, lösen wir aus. Heirate mal materiell und vielleicht jemanden, den wir auch gebrauchen könnten. Hier, vielleicht ihn. Ja, heirate ihn mal. Wer ist denn jetzt schon wieder weg? Jetzt ist der gestorben. Ach, es wird alles schwierig. So, dann können wir dich da mal zuweisen.
Und hier können wir. Du bist 24, dich haben wir gerade natürlich eingeheiratet, aber du taugst da denn gar nichts. Wo haben wir dich da? Und dich haben wir da. Ach, na gut. Hätten wir mal lieber einen politisch Engagierten mit heiraten sollen. Warte mal, ich könnte ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Beziehung Höflinge. Sie ist nur Gast. Sie ist 52, die ist ein bisschen alt. Das mit ihr, sie ist 22. Materiell. Und du heiratest. 51 ist ja auch ein bisschen alt, wa? Komm, heiratest du ihn. Dann könnten wir ihn vielleicht einsetzen. Mal gucken. So, und da du jetzt bei uns bist, könnte ich dich doch zuweisen. Gut. So. Läuft der hier langsam. Dann würde ich aber auch gerne noch jemanden haben wollen, der Hofarzt. Durchschnittlich. Auch wieder steinalt. Komm, machst du. Obwohl, er ist natürlich besser. Na komm. Nehmen wir mal einen alten. Der stirbt zwar gleich, aber mein Gott. So, Höflinge. Wen haben wir denn noch da? Wer bist du denn eigentlich? Du bist zu Gast. An Hof rekrutieren kostet mich 3, dann kommst du und wir werden dir mal einen Partner finden, materiell. Auch alt. Egal. So, ich bin schon wieder krank. Wird immer schlimmer, na toll. Habe einen guten Arzt genommen. So, dann kann ich dich da nämlich einsetzen, zuweisen. Dann haben wir da wieder ein bisschen mehr. Er macht Kultur 4 und er ist auch noch 17 Monate beschäftigt. Okay. Langsam kehrt hier Ruhe ein in unserem Land. Ganz, ganz langsam. Mein altes ich bin wieder wohlauf gut. Das ist sehr schön. Gut, wir haben keinen Landbesitz bisher verloren. Eine Anspannung habe ich ganz schön heftig. Wir könnten eigentlich auch mal. Können wir uns irgendwie ein bisschen ablenken, dem Alkohol ergeben? Nein. Sehe ich nicht. Wir könnten mal auf die Jagd gehen, oder? Wir waren so beschäftigt mit unserem Land Erweiterung, dass wir uns gar nicht um uns selbst gekümmert haben. So, eine schöne Trophäe. Natürlich. Wir holen uns die Trophäe, ne? Wir brauchen ja unbedingt hier wieder ein bisschen Prestige mal. So, können wir uns hier was leisten? Das ist ja gar nicht meins. So, ich komme wieder, krieg noch mal ein bisschen. Wir hatten ja vergünstigt, aber ja, doch, können wir bald bauen. Aber vielleicht sollten wir Champions einstellen, wa? Uns fehlt noch einer. Du zum Beispiel, komm. Ist vielleicht besser, wenn wir einen Champion noch haben. So. Dann wäre es schön, wenn du auch verheiratet bist mit einem Hofnarren. So. Haben wir ihm die Hofnarren geklaut als Rache? Hihi. So, wie sieht es denn jetzt in der Nachfolge aus? Da sieht es ja eigentlich gut aus. Kann ja nur er erben, aber. 6 Länder kriegt er, 5 hat er? Ne, 4 hat er. Ne, 5 hat er. Solltest mal zusehen, dass du Kinder kriegst, dass wir dort ein bisschen Uffi-Tuddel kriegen, alle. Mann, 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 Mann.
Kostet natürlich ganz schön viel, ne? Wäre natürlich schön jetzt schon, aber lassen wir mal. Kann ich hier eigentlich auch schon verbessern? Nee, da fehlt noch Geld. Aber dann würde ich vielleicht Partisanen oder Marktplatz vielleicht? Das kann ich nicht bauen, aber Palisaden könnte ich best verbessern. Was gerade bei Überfällen natürlich besser ist, ne? Wenn unsere Burg ein bisschen befestigt ist. Das kostet zu viel, das kriege ich nicht hin. Zumindest nicht in den Lebzeiten von mir. 52, naja. So militärisch sind wir eigentlich wieder ganz schön gut drauf. Er hat zu viele Verbündete. Da können wir gar nichts mehr machen. Er ist schwach geworden. 2000. Ah, seid gegrüßt, Oberhäuptling von Pommern, mein Sohn. Bla. Euer Sohn. Interessant. Ist sie denn gut? Sie ist eigentlich gar nicht schlecht, ne? Mal sehen, ob sie Wahrheit spricht, wa? Okay. Setzt den Unterricht einfach mal fort. Er hat gerade richtig Probleme. Ist, wenn ich ihn den Krieg. Ja, mach mal. Schade, dass ich nicht beide Sachen nehmen kann. Wer bist du? Du bist meine Frau, ne? Oder? Ja. Ansprüche von ihr? Ach, sie hätte vom Posen. Wir könnten ihn unterwerfen, aber da fehlt uns leider etwas. Na gut, wir gucken mal, was wir in der nächsten Folge so machen, wa? Mein Bündnis ist abgelaufen mit ihm, okay. Na gut, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.